Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, wir sind auf jeden Fall on the road unterwegs, wie man hier unschwer erkennen kann. Ne? Wir fahren jetzt eine Karre von mir abholen und danach geht's weiter. Das ist es. Um deine Booster abzuholen. So bist du es. Hype? Ja! Hype, Bock, Angriff? Hype! Ja. Stefan ist halt mal wieder der Mongo, der fahren muss, hat er ja auch schon im ersten Booster-Teil gesagt. Arsch. Halt die anders raus! Kannst zu Fuß auf Reden gehen. Dann machen wir okay. Ohne Reden. Dann sind wir bei 486, war das, ne? Nicht 487. Ja, der ist 487. 487? Hä? Kennst du nicht 487? Tuners? Also wir sind auf jeden Fall danach noch bei 486 Stunt-Team zu Besuch. Wir haben auch richtig geiles Wetter erwischt heute. Besser geht's nicht, oder? Ja. Wir haben auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen was vor uns, bis wir dann erstmal bei meiner neuen Karre angelangt sind. Das werdet ihr dann später auch noch sehen. Und dann geht's nochmal weiter, dem seine Booster abholen, wofür wir eigentlich unterwegs waren. Ja. So, wir sind auf jeden Fall gleich da bei der Karre. Wie viel Minuten haben wir noch? Sag du es mir. Neun und 5,2 Kilometer. Dann sind wir beim ersten Stop. Dann werden wir auf jeden Fall erstmal eine rauchen und so ein bisschen die Beine vertreten. Wir sind ja auf jeden Fall gerade irgendwo. Was ist das hier? Dortmund oder sowas, die Ecke, ne? Ja. Ist auf jeden Fall mies hässlich hier alles. Ich melde mich, wenn wir bei dem Typen bei der Karre angekommen sind. Gucken, ob ich da ein bisschen filmen kann, vielleicht so auf Sneaky Basis, wenn er sagt, nein, ich darf da nicht filmen. Dann egal. Dann egal. Digga, dieses Smart brennt bestimmt irgendwann ab. Wir beide den Kopf so. Ah, alles klar. Oder wo sind wir hier? Oh ne. Hilfe. Bock? Digga. I doubt it. Oh ja, Mann, der Vibrator ist angeschaltet. Boah. Ja, wir haben auf jeden Fall jetzt. Wir haben auf jeden Fall jetzt meine Karre eingeladen. Da war ein bisschen komisch, deswegen habe ich dann nicht gefilmt und auch erst gar nicht nachgefragt. Da ich wir. Ich konnte kein Deutsch, Bruder, warum komisch? Und Alter! Ja, die waren komisch, ja. Menschen halt. Also, wir fahren jetzt auf jeden Fall nach Vreden. Meine Karre ist innen drin bei komischen Menschen abgeholt, deswegen habe ich da nicht gefilmt. Der schmiert sich Scheiße vom Schuh. Was ist denn ich glaube, das wird nicht. Ich filme einfach nach vorne. Jungs. Wir fahren jetzt nach Vreden, Alter. Let's go. So, wir sind jetzt auf jeden Fall angekommen. Transpo haben wir jetzt geparkt. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall. Lass mal kurz hier, ey. Merch present? Ich muss ein Stück vorfahren, Digga. Ja. Da sind die Jungs schon. Hi. Was geht? Julian. Hi. So, wir sind jetzt hier. Was geht's? Alles gut? Alles gut, ja, bei euch. Hi. Tschüss, wir wurden abgeladen. Niklas, wir bleiben hier. Ich wüsste, das geht gut. In der Hoffnung, dass hier nichts rausgeht. So, dann zieht die Ohren hier aus. Das geht ab. Doch, die ist mega Ranz. Aber Ranz ist Glanz, ne? Ja. Aber guck mal, Sitzbank so. Boah, ist komplett auseinandergefickt. Ja, nicht schlecht. Das war die Karre, von der ihr nichts sagen wolltet? Nee. Die Malabuti F12. Fresche Reifenlackierung, ja? Schick. Ey, das war unsere Randkarte, ich war auch schon alle Farben gewesen. Bisschen gelb, bisschen rot, bisschen weiß. So, also wir sind hier jetzt wegen der Booster. Niklas, das ist dein Part, ne? Ja, und ich sehe, ihr habt noch ein paar Teile. Also, wir gucken, wie es anfängt. Lina. Vergaser habe ich dann noch. Teile, Düsen. Vergaser finde ich tatsächlich interessant.
Auch noch hier Vergaserdüsen und so. Sattelfilm. Alles hier habe ich auch noch. Bergungsbekleidung. Ja, ich habe mir eine Stuntfake bestellt, weißt du. Ja. Und ihr fahrt gar nicht mehr? Nee. Ich bin gefahren noch, bis ich von den Bullen gepackt wurde. Mhm. Dann wurden beide meine Stunts weggenommen. Und dann liegen jetzt die Teile nur noch alle hier rum. Na, ja, schade. Schade, schade. Aber irgendwann kommt bestimmt noch was Neues. Was bist du gefahren vorher? Novetto. Novetto. Ja, und noch ein paar Roller davor. Und du? Wie geht die F12? Nicht schlecht. Was hat die verbaut? 70er DR. Geht gut, langlebig. Oldtime Classic. Ja, ja. Reicht auf jeden Fall. Ja, ich hatte auf meiner Aerox hatte ich ja auch lange einen DR70 drauf. So, wenn die lang geht. Niklas, komm, einmal Probefahrt. Komm, eine Probefahrt jetzt. Sieh das Ding direkt bis zum Ende hier. Fahr nur den Hund mit Platz. So, jetzt hier einmal F12 mit 70er DR drauf. Was ist denn das für ein Yasuni? Keine Ahnung. Boah. C16? Nee. Ja, C16 glaube ich. Echt? So klein? C16 ist ja nicht so. Ne, ist ein Yasuni Z, glaube ich, oder? Doch, doch, ist Yasuni Z. Ah, da unten am Krümmer sieht man. Hört schon allein schon an, Junge. Film mal. Schlaf ist frei, ganz ruhig. Boah, Junge. Geht gut, ja. Boah, Junge, da habe ich gerade ein bisschen Muffensausen gehabt. Boah, immer geht die hier mir quer. 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 Da ist sie quer gegangen. Einfach quer gegangen. Quer. Fresse jetzt. Okay, geht echt gut. Was? Hintere Bremse ist auf jeden Fall gut. Die ging quer. Ja, hör mal auf, die Fahrt hier hin, das war übelster Müll, den wir da gefilmt haben. Hör auf. Den größten... Ich bin vor Fahrradfahrern weggelaufen, weil die gesehen haben, wie ich gepisst habe an der Bushaltestelle. So rum? Ja. Tamam. Professionelles Einladen, wir haben professionell... Spatsch. Das habt ihr euch von uns abgeguckt.
Ich will die nicht anfassen, nick. Ne? So ein starker Mensch. Oh. Ja, setz Wackeln in der Luft. Verspannen brauchst du auch nicht mehr. Hallo, ich wollte mal verspannen, was ist denn mit euch? Ich mein, alles rein. Brauch nicht zugemacht werden. Boah. Professionell machst du das. Ja. Wie konnte es eigentlich jetzt dazu enden? Ich hab keine Ahnung. Der Transpo war heute noch leer. Wie ein fucking Standlicht. Was mir eben aufgefallen ist, guck mal, das Wasser hier drin. Einfach Aquarium. Ja, Endpool. Ja. Sollte. Meinst du? Ja. Ladungssicherung, gut. Statement? Ich habe keinen Bock, dass das alles in der Garage liegt, ne? Safe. Ich schwör's. Ich bin das. Ey. Wir haben uns doch gerade erst eine Couch in die Garage gestellt, ja? Da ist so oder so wenig Platz. Der weiß sogar da. So, 486 Members haben wir jetzt auch hier. Moin. Ja. Diese Mücken, ne? Und wir fahren jetzt gleich zu euch an die Halle? Richtig. Du kommst mit der RZ. Jetzt denke ich schon, ja. Ja, du denkst und du machst. Du musst. Gut, alles klar. Dann sehen wir uns gleich. Ja, du, das ist doch nicht verspannt. Doch. Klar. So, große Verabschiedungsrunde hier gerade. So. Ciao. Hat mir Freude gemacht. Wir sehen uns. Garage ist auf jeden Fall jetzt wieder gut voll und man sieht sich auf jeden Fall. Ne? Ich muss hier rein. So, wir sind jetzt hier bei 486 angekommen. Ach nee, Junge, du filmst jetzt schon. Ja, ich film jetzt schon, natürlich. Das ist die gute. Hat man die Licht drin? Ja und nein, eine Glühbirne ist letzte Tage. Ja, ein bisschen Licht auf jeden Fall. Das ist für Aerodynamik. Ja. Das Kennzeichen muss ja auch so, ne? Ja, dann fliegt das nicht ab. Ach, das sind schon Plastikkennzeichen. Ja. Das habe ich halt so dran gemacht. Das habe ich ja noch nie gesehen. Ach, hä, das ist voll schlau. Lange nicht mehr angemeldet. Ja, damit es halt nicht stört, habe ich es halt an der Seite, während ich fahre. Was habt ihr noch hier stehen? Ich will alles sehen. Die Milka. Kennt ihr noch? Ah. Bin ich die Gefahr? Ich glaube schon. Ich kenne die Gefahr auf jeden Fall. Ja, du auf jeden Fall, aber ich weiß nicht. Die hat auf jeden Fall ein Rebel, aber... Ja. So eine Leiter sogar nach oben, ja? Oben steht eine Couch? Ja. Stark. Ja, wäre mal schön, wenn wir so eine Halle haben. Also wenn die läuft, ist das schon dann fresh. Aber hast du gar Kleidung dafür? Dip, mal an den ganzen Karren hier vorbei. Also, nicht schlecht, Junge, nicht schlecht. Ja. Junge. Wir haben schon wieder viel Scheiße verkauft. Ey, so ein Scheiß braucht man auch mal. Das ist meiner. Ja, der stand auch genau so bei dir, weil ich den Motor gebraucht habe. Ich hatte zwischenzeitlich vor, das Ding auf Elektro zu machen. Alter, ihr habt hier ein richtiges Teilelager, Junge. Selber bauen. Ey, wir haben so diese Billigregale mit den Holzböden, ne? Das durchpappen. Wir haben da so ein Regal nur mit Zylindern drin. Das Ding hängt so, Junge. Mit den ganzen Zylindern, die stehen schon alle schräg da drin. Kannst du keinem erzählen. Einfach ein Fernseher. Ja, wir Couch. Das, Junge, das ist eine richtige Porno-Couch, Alter. Das ist richtig. Die ist nice. Einige Filme gedreht. Einige Filme. Und hochgeladen. Und hochgeladen. Oh, ich war noch lange inaktiv. Ja, nicht schlecht.
Eine Steckdose im Schrank. Okay. Ja, komm, nach was hilft, das sieht geil aus. Also das ist schlau, ja. Ja, einmal Werbung noch, ne? Sieht man das auch von drin? Ja, ja. Werbung machen für die Inaktiven. Ich würde es das. Aber ist trotzdem gut gemacht. Ja. Salz auf dem Stick. Junge. Wichtig und richtig. Warum steht da ein Schreibtisch? Haben kostenlos bekommen. Falls du mal Bock hast, so Bürofeelings zu haben. Naja, so an sich könntet ihr ja mal hier euch einen PC reinstellen und mal ordentlich den Kanal mal wiederbeleben, oder? Schwierig, schwieriges Thema. Ja, habe ich ja schon probiert. Hast du schon? Ja, ich bin gerade auch dabei, läuft nicht. Wir sind jetzt wieder zurück in Rommerskirch, wir sitzen wieder im Civic. Alle noch da, alle noch hoch motiviert. Ja, wir fahren auf jeden Fall jetzt Niklas nach Hause und dann fahren wir auch nach Hause. Wir haben alles schon in die Garage gepackt. Niklas, wie zufrieden bist du mit deinem Kauf? Ja. Ja. Also für den Preis? Für den Preis gut, ja. Finde ich auch. Also 100 Euro die Booster. Ja, und wir haben jetzt noch sämtliche Teile davon. Also alles, was auf dieser Wiese lag, haben wir jetzt mitgenommen. Ja. Für einen Huni. Für einen Huni. So, das ist zwar... Klingt zwar ein bisschen dumm und viel vielleicht. Wenn jemand Teile braucht, meldet euch. Ja, wenn jemand Teile braucht, meldet euch. Alles, was auf der Wiese war, steht zum Verkauf. Grob. Ansonsten bei mir auf eBay gucken, wisst ihr Bescheid. Das war es dann jetzt auch mit dem Video. Liken, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Das ist es. Haut rein.